Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 12.08.2022? Und unser DAX ist zum Donnerstag erstmal wieder auf den Beinen aufgesetzt, hat ein bisschen Schwung, könnte man sagen, wieder abgebaut, den er am Vortag ja mitgebracht hatte. Dem einen oder anderen wird es vielleicht sogar auch ganz gut tun, die Analyse von gestern nochmal anzuhören. Mir war heute ein bisschen zu viel Beef so unter den Leuten, oder so wie ich so wahrgenommen habe, sich wie ein bisschen zu viele an die Gurgel gegangen, dafür, dass der DAX eigentlich das gemacht hat, was wir gestern beschrieben haben halt, ne? Also wir hatten uns den angeguckt und hatten festgehalten, dass er durchaus natürlich eine Option hat, oben rausrennen, aber dass eben auch Donnerstag ist. Und zum Donnerstag es nicht wundern würde, wenn der einfach mit einem Aufwärtsgap reinkommt und das nach unten runterzieht. Und wir haben gesagt, vielleicht so Aufwärtsgap in die 7,60 rein, es ist 7,50 geworden, dann runter bis 6,30, 6,20 haben wir gesagt, es ist 6,35 geworden. Also von daher ein Freitag wie, nee, ein Donnerstag wie eigentlich fast immer im DAX. Also ein ganz normaler, stinknormaler Donnerstag. Und dafür waren wir heute ein bisschen nicht zu viele Emotionen dabei, so bei den Leuten. Also es passt eigentlich nicht so richtig. So, und wir hatten gestern gesagt, wenn er das macht, dieses 7 Aufwärtsgap, 7,60 und dann runter auf 6,30, 6,20, dass er dann über den Freitag versucht, oben raus noch ein paar Punkte zu machen. Ne? Das war gestern quasi das Szenario, wo ich gesagt habe, was einem am besten zum Donnerstag passen würde. Er sollte natürlich auch oben gerade raus können und so weiter und so fort, aber das war eben Donnerstag halt, ne? So, und das hat er jetzt auch gemacht. Sieht ein bisschen nach einer leichten Verkeilung aus, die er drin hat. Von daher dürfte es sehr interessant werden, ob er die zum Freitag jetzt nach oben aufgelöst bekommt. Bekommt er die aufgelöst und kann sich über der 13.700 etablieren, die auch von oben verteidigen, hätte natürlich durchaus Potenzial auch weiter zu treiben. Na, also wir haben weiterhin eine 960, die da interessant aussieht. Auch eine 900 ist interessant. Eine 865 ist weiter interessant. Na, also wenn das dann auflöst, dann können wir dann dieses kleine, was jetzt momentan noch wie ein Doppeltop aussieht, das können wir dann rausnehmen und nach oben die nächsten Ziele machen. Sollte das nicht tun, hätte unten nach wie vor im Bereich um 620, 580 noch immer eine Rücklaufchance. Das heißt, wenn er die Verkeilung jetzt bis dahin noch ein bisschen in die Spitze treibt und hier reinsticht in die 6,20, 5,80, können sich von dort auch nochmal gut wieder hochdrehen. Ja, also gut, ich sag mal 700, 750 sind von dort schon erreichbar, wenn es sich Mühe gibt. Ja, und alles, was dann tiefer geht, wird dann eher kritisch, sodass man hier eigentlich schon fast mal wieder ein paar neue Pfeile mit in unseren Chart reinnehmen können und sagen können, also hier unter 450 wird so grundsätzlich kritisch, ja. Da hätte er deutliches Abschmierpotenzial wieder. Und wenn er hier diese kleine Verkeilung auflöst und sich oben rausstellt, dann hätte er eher mehr Potenzial, oben wieder Richtung 6, was? Richtung 69 zu tendieren. So, und dann können wir das vielleicht einfach so mitnehmen. Ziehen wir das mal hier so drüber. Na, zack, dass man das auch erkennt, wo es herkommt. Und natürlich dann auch weiteres, na, wenn er sich gut macht. So, und hier unten hätte jetzt erstmal noch Platz bis in die 5,70. Ne, 5,80, 6,20 hat man gesagt, genau. Und darunter könnte man jetzt schon einen kleinen Pfeil, aber den müsste ich dann erstmal bloß bis 4,50 zeichnen. Und darunter natürlich dann auch bis wieder 13.200 und dann sogar 13.000, 12.800. Aber dafür sieht er mir momentan hier noch ein bisschen zu ruhig aus, zu stabil auch aus. Das ist auch von der Verkeilungsform her eher eine bullische Verkeilung, wenn es denn tatsächlich eine bleibt. Es muss noch nicht fertig sein, das Muster. Ja. Sollte es aber nach oben brechen und über die 700 wieder nach oben rausziehen, dann sehe das schon eher danach aus. Also von daher, genau das, was wir gestern besprochen haben. Gestern war gesagt, Aufwärtsgap 67, runter bis 6,30, vollkommen normal. Dann über den Freitag versuchen, oben rauszudrücken. Würde ich jetzt mal so beibehalten. Dann gucken wir mal, wie das sich anstellt. Wünsche euch viel Erfolg zum Freitag. Für die Leute aus dem Premium-Dienst bei uns mit Webinar würde ich das Wochenende mal weglassen. Also wir sind eigentlich genau im Fahrplan. Egal wo ich gucke, was ich gucke, auch die Aktien, die wir uns angeguckt hatten, die haben alle ihre Drehungen drin. Die sind, da ist alles unverändert. Also ich glaube, das verschiebt man auf eine Woche, um eine Woche auf das danach kommende Wochenende. Weil hier kann man jetzt gar nicht so viel aktualisieren. Auch bei den Rohstoffen hat sich nicht so viel getan. Das ist alles gerade so eine Durchlaufwoche oder Durchlaufwochen eher mehr, die hier ganz gut Zahn drauf haben. Das heißt, es gilt alles weiter. Webinar wird verschoben, schicke ich aber auch nochmal eine extra Mail dann morgen rum. Und ja, mehr kann ich hier gar nicht mitgeben. Schönes Wochenende kann ich schon mal wünschen. Und ja, das ist es. Ich mach aus. Tschüss, bis morgen. Nee, bis Sonntag. Tschö.